So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Samstag. Ich stehe jetzt aktuell Iserlohn Sonnenhöhe schon, fahre jetzt einmal die 7 zum Stadtbahnhof und ab da fahre ich dann bis um 10 nach 2 die Linie 22 hin und her hin, ihr kennt das ja. Ja, und dann wie immer tanken, waschen, fegen, Bus abstellen und dann habe ich Wochenende. Ja. Und was macht ihr so am Wochenende? Das Wochenende soll ja Bombe werden. Meine Frau überlegt auch schon, was machen wir am Wochenende? Ja, müssen wir mal sehen, ne? Ja, ich wollte mich bedanken bei euch. Also unsere Buchungsanfragen für unsere Tagesfahrten, die ja, werden täglich mehr. Freuen wir uns sehr drüber. Kurzes Feedback, Zentro Oberhausen waren jetzt ein paar Anfragen gestern da oder hatten Fragen dazu. Buchungsanfragen sind noch nicht gekommen. Stand jetzt aktuell haben wir da 10 Anmeldungen. Das ist natürlich noch ein bisschen wenig. Also wir sollten schon auf 30 kommen. Besser wäre 35. Ja, Kamp-Lintfort, Landesgartenshow, komischerweise nicht eine Anfrage, also das scheint euch wohl nicht zu interessieren. Ist halt so, ne? Ja, Tagesfahrt Norddeich am 11. Juli, da haben wir jetzt auch, ich glaube, 13 Anfragen schon, also auch schön. Ich hoffe, dass diese Fahrt klappt. Da ist auch ganz, ganz viel Fragen, die immer kommen, auch über WhatsApp mittlerweile. Und ja, bin immer fleißig dabei, die auch abzuarbeiten. Manchmal dauert es, wie gesagt, ein bisschen länger. Ja, dann Tagesfahrt Hamburg haben wir drin. Da haben wir jetzt auch schon aktuell vier Anfragen. Ja, gestern kam jetzt noch mal die Fototour für Buschspotter am 9.8. Mal gucken, was da kommt. Und ja, unsere Gourmetreise zum Restaurant von Frank Rosin. Da gibt es jetzt auch schon die ersten Nachfragen. Beantworten wir natürlich auch. Und dann mal sehen. Ja, gestern hat mich ein Hotel angeschrieben. Ja, hallo Christian, wir verfolgen dich auf all deinen Kanälen. Danke dafür erstmal. Und ja, was hältst du denn davon, wenn du mal zu uns vielleicht kommst? Oder dass du mal eine Fahrt bei uns anbietest. Ich gebe die Frage jetzt an euch weiter. Was haltet ihr von einem Kurztrip? 2 Tage Berlin oder 2 Tage Hamburg? Das würde dann samstags morgens losgehen und sonntags nachmittags irgendwann wieder zurück, beziehungsweise dass man dann sonntags in den Abendstunden dann wieder in der Heimat ist. Ja, meine Frage also, was haltet ihr davon? Kommentiert es bitte. Soll ich mich da mal mit beschäftigen? Weil morgen ist ja Sonntag. Morgen ist nix. Ich könnte mich theoretisch morgen schon damit beschäftigen. Allerdings nur ein bisschen, weil sonst meckert meine Ehefrau. Und das wollen wir ja auch nicht, ne? So, ja, ansonsten mein Highlight diese Woche war, durfte ganz viel die 21 fahren. Brauche ich nicht weiter kommentieren, glaube ich. Ja, dann hatte ich noch ein Erlebnis. Man erlebt ja immer wieder noch was Neues. Ich fahre in die Haltestelle rein. Frau sitzt auf der Bank, war vertieft in ihrem Handy, hatte auch Kopfhörer im Ohr. Ich gehe davon aus, dass sie Musik gehört hat. Ich kenne diesen Fahrgast, weil er regelmäßig dann bei mir mitfährt, beziehungsweise ein weiblicher Fahrgast. Ja. Keine Reaktion, sonst steigt sie immer ein. Ich mache die Tür vorne auf. Ich rufe: Hallo, hallo, wollen Sie nicht bei mir mitfahren? Sie wollen doch immer bei mir mitfahren. Keine Reaktion. Andere Fahrgäste auch schon: Hallo, du fährst doch sonst auch immer mit. Warum denn nicht heute? Hallo. Keine Reaktion. Christian steht auf, natürlich dann mit Mund- und Nasenschutz, ist klar. Tippt sie so an. Dann auf einmal: Was fasst du mich an? Da sage ich: keine Angst, sage ich. Ich will nichts Böses. Ich bin wegen guten Absichten da. Du fährst sonst immer mit diesem Bus. Warum denn nicht heute? Ach, ihr bist ja schon da. Ich habe dich gar nicht mitbekommen, dass du da bist. Gut, also haben wir schon wieder eine gute Tat vollbracht diese Woche. Bedankte sich dann tausendmal.
Anschließend ist sie nochmal gefahren und dann hat sie mir doch tatsächlich eine Flasche Cola geschenkt. Die liegt jetzt natürlich bei uns zu Hause im Kühlschrank und werde sie mir wahrscheinlich dieses Wochenende dann, ja, zu Gemüte ziehen, genau. Gut, das war mein Highlight so diese Woche und ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Wie gesagt, ich wünsche euch allen ein schönes, sonniges Wochenende. Wenn ihr weiter Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne weiter mich per WhatsApp anschreiben. Ist kein Problem. Ich beantworte sie, die Fragen. Und wir sehen uns. Aber vergesst nicht, ich möchte gerne wissen, was ihr davon haltet. Mal einen Kurztrip nach Berlin zum Beispiel. 2 Tage Berlin. Das möchte ich gerne von euch jetzt wissen. Wir werden sehen. In dem Sinne, macht's gut, schönes Wochenende. Ich denke, dass ich mich heute nicht mehr melden werde, weil zu viel ist ja auch nicht gut, ne? Also, tschüss, macht's gut.